Ja, also das Thema Nächstenliebe ist natürlich absolut zentral. Schon zu ganz normalen Zeiten, denn wir menschliche Beziehungen sind das Lebenselixier. Menschen können gar nicht leben ohne menschliche Beziehungen. Und das finde ich ganz spannend, weil das doch eigentlich jeder einsehen kann. Jeder kann doch das nachvollziehen, dass man sagt, versetz dich in den anderen rein, überleg dir, wie du behandelt werden wolltest und handle einfach genauso. Das ist eigentlich nicht zu viel verlangt. Ein Bankdirektor hat nicht immer nur goldene Zeiten, auch ein Bankdirektor hat seine Lebenskrisen. Ich bin sogar der Meinung, dass die Lebenskrisen dann gerade so essentiell sind, weil sie dann eben genau die Frage nach dem Nächsten stellen und auch einem deutlich machen, dass keiner von uns unabhängig vom anderen existiert, sondern dass es immer diese Verbundenheit gibt. Nur wir vergessen sie manchmal. Und manchmal brauchen wir genau das, dass wir sie vergessen und uns bewusst wird, für was wir da sind und dass wir eben nicht ein gesonderter Teil, auch als Wirtschaftsmodell, als Bank in einem Kosmos von Wirtschaft im Ganzen oder Gesellschaft, Wirtschaft, Kirche, Politik sind. Deswegen haben wir, nicht erst mit Corona, schon vor Corona, könnte ich jetzt auch sagen, unseren Fokus eben erweitert, indem es eben nicht nur ökonomische Ziele gibt, sondern soziale Ziele gibt, ökologische Ziele gibt, demokratische Ziele gibt, solidarische Ziele gibt. Und wir seit vielen, vielen Jahren, jetzt schaue ich nach rechts, natürlich auch Lichtblick unterstützen. Also das Thema Altersarmut, das Thema Einsamkeit, natürlich mit Corona einen Beschleuniger erfahren hat, aber dass genau in diesem Feld wir seit vielen Jahren der Meinung bin, dass in manchen Dingen Wirtschaft falsch funktioniert. Und das traue ich mich auch in meiner Rolle als Bankdirektor zu sagen. Aber es gibt auch ganz viele Dinge, die ich irgendwann hinterfragt habe und die ich heute anders mache. Und ein Teil davon ist, Bank neu zu definieren, Bank zu erweitern, die wirtschaftlichen Pflichten zu erweitern und zu sagen, nein, du kannst überall, wo dich das Leben hinstellt, wir können jetzt sagen, wo dich Gott hinstellt, du kannst überall deinen Teil dazu leisten, auch in einer Bank. Aber jetzt in der Situation ist so eine Unsicherheit, wie geht es weiter? Und was ganz schlimm ist, dass manche Leute so eine alte Menschen so Angst haben, ob es in Altersheime ist, die weggesperrt werden teilweise oder zu Hause bleiben, weil sie Angst haben, dass sie sich was holen. Und wir haben auch Fälle, die aus Einsamkeit gestorben sind, weil sie keine Ansprache mehr hatten, weil sie niemanden mehr hatten, wo sie ihr Ventil gehabt haben, dass sie ein bisschen reden können, dass sie anrufen und nur weinen. Ich überlege gerade, ob ich es wieder sage. Ach, tun Sie es ruhig. Nein, weil es immer provokant ist, zu sagen, wir stehen am Sterbebett des Kapitalismus. Und das habe ich mich irgendwann mal getraut, ich war, glaube ich, letzten Jahr das mal so auszusprechen. Und ich sage dann immer, Leute, fragt doch mal diejenigen, die im Markt und in Banken unterwegs sind, inwieweit wir noch eine Marktwirtschaft oder eine geschweige soziale Marktwirtschaft haben. Das steht schon irgendwo da drin. Wir haben auch Verfassungswerte, die dann von Menschenwürde an der Spitze über Solidarität, über Nachhaltigkeit, über Demokratie und so weiter, bayerische Verfassung, und das finden wir alles. Aber was gelebt wird, ist die Eigennutzoptimierung. Was gelebt wird, ist das Streben nach mehr Geld oft. Was gelebt wird, ist das Thema Konsum. Und wir alle wissen, jetzt können wir sagen, und vielleicht noch die mehr, denen es eigentlich so gut geht, dass der nächste Konsum und wie auch immer einem dann auch nicht mehr befriedigt. Und damit spreche ich keinem den ein oder anderen, wie soll ich sagen, Bedürfnissen etwas ab, der sich dann auch leisten kann. Aber ob mich dann 5 Häuser glücklich machen oder 5 Autos oder. Ja, also ich finde es toll, dass Sie das jetzt einfach mal probieren und durchziehen. Und das Gespräch hier ist für mich auch interessant, weil ich das wirklich jetzt mal, wir hätten uns längst treffen müssen, weil ich das toll finde, dass jemand es mal macht und zeigt, es muss nicht so laufen, wie wir das gewohnt sind. Es geht auch, und du kannst auch vernünftig wirtschaften, ohne sofort pleite zu gehen. Und deswegen ist sozusagen diese inneren Ressourcen, das ist die eine Seite, und die andere Seite, auch das politische Leben und die Diskussion, die wir da führen, das ist das andere, das muss zusammenkommen. Und dann könnten wir wirklich aus dieser Krise stärker herauskommen, als wir reingegangen sind.